Jetzt guckt euch mal diesen Rasen an. Wie herrlich hier der Rasen hochgebürstet wurde. Das ist der absolute Hammer. Ich hole gleich nochmal mein Gadget und dann messen wir mal die Höhe. Und dann können wir, glaube ich, mähen. So, hier ist Captain Hook. Captain Hook. Ja. So, dann messen wir mal. Ja, 25. Eieiei. Der ist aber gewachsen jetzt. 25 bis teilweise 30, 35. Mal schauen. Ist echt schwierig, das zu filmen. Jetzt hole ich meinen Sportman raus und ich stelle ihn jetzt auch genau auf 20 mm ein. Mit der geriffelten oder profilierten Rolle vorne. Bin ich mal gespannt, wie er jetzt hier schneidet. Wir mähen einmal hin und dann wieder zurück und dann schauen wir uns den Schnitt an und dann mähe ich nochmal gegen. Ja, okay, Spittelmeer-Freaks. Das ist wieder ein Werbevideo. Ich sag's auch nochmal. Werbevideo deshalb, weil ich diesen Swordman, diesen Edwin 2.1 von Swordman gestellt bekommen habe. Aber Swordman hat mir alle Freiheiten gelassen, dieses Gerät so zu testen, wie ich das möchte. Und heute schauen wir uns mal ein bisschen die Bedienung, das Handling des Swordmans an und den Schnitt. Ich habe jetzt hier zweimal in eine Richtung hin und her gemäht, weil der Streifen nicht gerade war. Ja, so, mit Fangkorb gemäht. Und ja, das ist jetzt schon eine andere Nummer. Das ist schon jetzt deutlich mehr. Was man immer wieder machen sollte, ist, was ich natürlich nicht gemacht habe, am Anfang den Schnitt kontrollieren. Ich habe jetzt hier den zentralen Holm, den Führungsholm, nicht in der obersten Position. Wenn ich jetzt die Maschine nach hinten kippen will, dann bleibt die Maschine nicht von alleine stehen. Und ich stelle gerade fest, man kann auch auf dem Rasen die Maschine nicht nach hinten kippen, weil dann drücken sich sehr stark die hinteren Transportrollen in den Rasen rein. Und das gibt ganz unschöne Löcher. Also das machen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt doch noch mal ganz schnell auf. Ganz schnell noch mal auf unsere Einfahrt und dann kontrollieren wir den Schnitt da. Ich möchte natürlich nicht mit dieser empfindlichen hinteren Walze über diese Steine fahren. Deswegen sind die Transportrollen da. Sinnvoll ist es, den Rasenmäher vorher umzudrehen und dann rückwärts an die Kante ranzufahren und dann runterzufahren. Jetzt können wir den Mäher nach hinten drücken, so, ganz vorsichtig hinten auf den Griff und jetzt bleibt er eben nicht von alleine stehen. Wenn man jetzt loslässt, dann steht er nicht. Das ist schade. Hier ist schon Dreck in den profilierten Rollen drin. Gut, das wollen wir ja nicht machen. So, aber trotzdem, jetzt kann man natürlich mit einer Hand hier arbeiten. Das ist nicht wirklich schön. Deswegen empfehle ich euch tatsächlich doch in der höchsten Stellung das Gerät einzustellen. Das zeige ich jetzt kurz. Ja, schön vorsichtig runter. Ganz vorsichtig. Zack. Übrigens, hier seht ihr die verschiedenen Positionen. Ich bin jetzt in der zweiten Position. Man kann auch ganz flach mähen, wenn Kinder mähen wollen. Nee, Kinder, für Kinder ist das nichts. Also in der höchsten Position, das war hier für meinen großen Nachbarn super. Ergonomisch ist für mich die zweite Position echt optimal. Für meinen Nachbarn die höchste Position, also auch für große Leute und für kleine Leute, ist das Ding echt gut einstellbar. Das ändern wir jetzt kurz mal. Die untere Schraube ein bisschen lösen.
und dann die obere Schraube rausschrauben. Dazu ist das Bordwerkzeug von Swordman nicht schlecht, also funktioniert, kann man benutzen. Was ist das? Öl. Wieso ist da Öl? Das ist ja interessant. Wieso läuft hier unten Öl raus? Ja, interessant. Ich kann einfach den Luftfilter abschrauben. Mal reinschauen. Ah ja. Das finde ich interessant. Also, es ist etwas Öl unten im Luftfilter drin. Da ist ein bisschen Öl dran. Da hole ich jetzt erstmal ein Tuch. Es kann sein, dass durch das Zurückkippen das Öl irgendwie in den Luftfilter läuft. Also das weiß ich. Da muss ich Sportler nochmal fragen, ob sie das kennen. Ist nicht viel, ist ein bisschen Öl. Kriege ich das nicht rausgehakt hier? Doch. Aha. So, da ist schon tatsächlich ein bisschen Dreck drin. Sehr interessant. Ja, Maschinen brauchen Wartung. So, wieder reingehakt. So, aha, achso. Gut. Hier das Vlies schön sauber reinlegen. Das lag nicht ganz sauber drin. Dann hier den Luftfilter sauber. Den kann man auch hier reinstecken, ist egal. Und dann den Deckel wieder sauber und richtig montieren. Ja, siehst du, guck an, hat man das nicht so entdeckt. Gut, ja, also weiter im Text. Ich habe mir jetzt noch ein besseres Werkzeug geholt. Ich liebe solche Schnellschraubschlüssel. Das geht wesentlich schneller, so eine Schraube zu lösen. Damit arbeite ich eigentlich nur. Jetzt stellen wir den Holm in die oberste Position und schrauben wieder fest. Ist halt unterm Luftfilter ein bisschen fummelig. Deswegen finde ich so ein Werkzeug wesentlich eleganter. Nicht zu fest anziehen. Schön unten auch wieder festziehen. Fertig. So, wenn man jetzt den Dreher kippt, vorsichtig kippt, dann bleibt er stehen. Dann bleibt er stehen und man kann sehr schön die Messer kontrollieren. So, jetzt ein bisschen aufpassen, dass man die Maschine nicht nach vorne kippt und den Schnitt kontrollieren. Gut. Aha. Ja, hier ist er. Da ist ein ganz bisschen. Nee. Da hat er eine ganz kleine. Nee, ist gut. Ist gut. Sehr gut. Vorne ist schon voll der Dreck drauf. Jetzt kann man hier so ein bisschen ganz vorsichtig ein bisschen sauber machen. So, da oben drauf. Ja. Ganz vorsichtig. So. Ich finde, dieses Messer ist schon ein bisschen fester. Ich könnte das Messer noch ein ganz bisschen zurückstellen. Eine ganz kleine Nuance noch mal zurückstellen. Und zack, zack, zack. Ganz bisschen zurückstellen. Handschuhe, ja, ich weiß, Handschuhe. Zumindest, wo ich nicht die Spindel anfasse. Das geht auch noch. Gut. Ja. Ist gut, ich kann noch ein bisschen zurückstellen. Ich stelle noch ein ganz kleines Tick zurück.
Also wirklich nur so eine Umdrehung. Zack, ganz bisschen. Zack, zack, ganz bisschen zurück. Handschuhe. Hab ich die Handschuhe vergessen. So. Oh, jetzt läuft sie frei. Ja, schneidet noch. Ja, hatte ich ein bisschen zu. Ja, ist gut. Ja, ich hatte sie ein bisschen zu stramm gestellt. Das ist genau der Punkt. Ihr müsst gucken, dass die Spindel möglichst frei läuft, aber noch schneidet. Jetzt letztes Mal ganz vorsichtig. Zack. Wunderbar. Also ne, nicht zu dicht dran stellen, dann verschleißt die Spindel sehr schnell. Ich habe es tatsächlich schon ein bisschen zu stark eingestellt. Es wäre wahrscheinlich schlauer, den Benzinhahn zuzumachen, bevor man die Maschine nach hinten kippt. Jetzt ist nämlich ein bisschen Benzin aus dem Vergaser noch rausgelaufen, also Benzinhahn zumachen und vielleicht sogar ein bisschen laufen lassen, damit der Vergaser sich leert und dann erst nach hinten kippen. Mann! Glücklicherweise das Benzin nicht auf den Rasen getroffen, dann wird der Rasen hin. Oh Mann! Gut. So, Freaks, das ist jetzt die höchste Stellung. Ich könnte jetzt diesen Bügel noch ein bisschen runter drehen. Das kann man natürlich machen. Kann man auch gut mähen. Ja, lasse ich mal so. Und in der höchsten Stellung. Also wenn man richtig jetzt hochmähen will, also na, das ist ja jetzt richtig hoch. Also so hoch kann man ihn stellen, da kann ich noch ein bisschen größer sein. Ich bin 1,70 groß und da kann jetzt eine Riese mit dem Ding mähen. Okay. Ich finde das Handling vom Sportman richtig gut. Also dieser komische Griff, der sieht im ersten Moment total gewöhnungsbedürftig aus. Aber wenn man da ein bisschen mit gemäht hat, macht das richtig Spaß dann. Man kann die Hände hier schön drauflegen und kann hier schön an den Griffen ziehen. Rechts ist die Spindel, die hatte so eine Sicherung. Und links ist der Antrieb und hier oben ist Gas, Vollgas. Man mäht fast in Standgas, dann kann man sehr angenehm, sehr sauber mähen. Das funktioniert dann wunderbar. Ja, wie mäht man denn nun mit so einem Spindelmäher eigentlich richtig? Drücken ist schlecht. Anheben macht man sowieso nicht. Also die Hände ganz leicht aufliegen lassen, immer so ein bisschen die Arme über Motocross. Immer die Arme so ein bisschen abgespreizt. Nein, muss man nicht, aber das ist ganz cool. Was man nicht machen darf, ist zu stark runterdrücken beim Wenden, weil dann drückt man die Transportrollen in den Boden rein und fräst dann den Rasen seitlich auf. Also nur ganz leicht anheben, dass die vordere Rolle so gerade eben schwebt und dann kann man drehen. Mein Nachbar mäht. Gibt's auch nicht. Wir mähen noch ein paar Bahnen hier und dann schauen wir uns ja endlich den Schnitt an.
Das sieht doch unglaublich aus. Diese Streifen, das ist Wahnsinn. Also man sieht noch ein paar Spuren hier von meinem Bürsten heute Morgen. Aber sehr schön. Ja, wunderbar. Und jetzt ist auch schon ordentlich Schnitt drin. Für die Bahn eine ganze Menge. Es kommt. Der Rasen fängt an zu wachsen. Ja! Dann schauen wir uns mal die Schnitthöhe an. Das ist cool. Das ist cool, Freaks. Ja, ich sage mal 19. 19 bis 20 mm. Also die Einstellung beim Swordman passt wirklich super. Und jetzt noch der Blick auf... Oh ja, okay. Da stehen noch ein paar Halme. Ja, alle Halme hat er nicht erwischt. Interessant, interessant. Da sind noch ein paar Halme da. Wir machen jetzt Folgendes. Ich mähe diese Bahn noch mal gegen und dann schauen wir noch mal. Rasen ist noch ein bisschen feucht. Gut. Gegenmähen heißt gegen die Mährichtung zurückmähen, weil das Gras ja an diese eine Seite gekippt ist. Jetzt kommen wir von der anderen Seite und jetzt können wir noch ein paar mehr Hälmchen abschneiden und dadurch wird natürlich der Schnitt noch ein bisschen gleichmäßiger. Hoffen wir mal. 12 Bahnen. Schauen wir uns die Schnittmenge an. So, damit ihr hoffentlich irgendwie jetzt sehen können. Das ist die Schnittmenge. Noch ein bisschen ist runtergekommen. Erstaunlich, ne? Er nimmt auch nicht jeden Halm mit. Es ist Wahnsinn. Gerade so ein langer Halm hier. Der Schnitt hat sich noch ein bisschen reduziert auf 18 bis 19 mm. So, und der Gesamteindruck ist besser. Ja, aber die Stragglers gibt es noch. Die Straggler heißen die. Die einzelnen Halme, also ein paar Halme stehen immer noch aus der gemähten Fläche hoch. Mähen, 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 das ist alles. Oh Freaks, ich bin fertig und jetzt habe ich gerade mal den Fangkorb mir angeguckt. Hammer! Total gleichmäßig gefüllt. Ich meine, sie haben ja geschrieben, dass sie den Wurfwinkel in den Fangkorb verbessert haben. Aber so ein toller, gleichmäßig gefüllter Fangkorb, ganz ehrlich, habe ich bei Edco auch nicht gehabt. Großartig, Swordman. Ja, schaut mal in die Beschreibung, wenn ihr wollt. Da könnt ihr noch ein bisschen was über den Swordman lesen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr meinen Gutscheincode benutzen, Rasenfreak 2020, da kriegt ihr hier zu dem Meer eine Vertikutierkassette dazu. Cool. Also das, Freaks, das ist der absolute Wahnsinn. Das hat mein Edco nicht geschafft, hier so dicht an dieser Zaunkante entlang zu mähen und dann noch in der schrägen. Da bin ich immer dann irgendwann
in diesen Zaun reingefahren. Also das macht der Sportman wesentlich besser. Durch diesen engen Holm komme ich hier wunderbar um diese Poller rum. Und ich kann, das ist das Coole, ich kann hier schön, wenn ich jetzt hier rauskomme, kann ich hier so gegendrücken und habe hier noch Platz. Hier habe ich noch Platz. Da kann ich gegendrücken und dann kann ich wieder rausfahren, wenn er laufen würde. Dann habt ihr auch gefragt, wie ist das beim Schrägmähen? Wenn man so schräg mähen will, an so Schrägen, da hat natürlich der Walzenmäher, gerade wenn es auch feucht oder nass ist, einen riesen Nachteil, weil er eine ganz glatte Rolle hat. Dann rutscht er schon ein bisschen, da muss man so ein bisschen gegenhalten, also in Richtung bergauf fahren, um dann dieses Rutschen ein bisschen auszugleichen. Bei meiner kleinen Schräge ist das überhaupt kein Problem. Bei doch ja gut, steilen Hängen wird es ein Problem. Ich glaube, da ist ein radgetriebener Rasenmäher deutlich im Vorteil. Dafür ist das Ding auch nicht gedacht, hier irgendwelche Berge rauf und runter zu mähen. Ja, schönes Gerät. So, es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die ich nicht verschweigen möchte. Dieser Fangkorb, der neigt zum Klappern. Das ist Metall auf Metall. Da habe ich jetzt schon eine Lösung eingebaut. Hier, wo diese Haken hier eingehängt werden, da ist so eine Metallstange und das ist Metall auf Metall und das klappert. Da habe ich einfach eine transparente Klebefolie draufgeklebt und damit war das Klappern weg. Also es gibt also ein paar kleine Schwächen, aber insgesamt ist der mega gierig. Dieses Orange ist genial. Ich meine, ich gerade Orange und Grün, das ist ja unglaublich. Und das Schnittbild ist super. Natürlich, jeder Spindelmäher lässt immer ein paar Helmchen stehen, wenn sie zu lang sind. Ne, dann kann die Spindel den Halm nicht einfangen. Da muss man halt öfters mähen. Und sonst macht das Ding wirklich Spaß. Super einstellbar, ergonomisch, trotz dieses komischen Griffes. Echt gut, besser als man am Anfang glaubt. Was ich noch nicht so gut finde, eine Sache auch noch, fällt mir gerade ein. Man muss immer beide Bügel ziehen. Das ist beim Edco nicht der Fall, da kann man mit einer Hand mähen. Aber hier muss man beide Bügel ziehen. Da wäre so eine trickige Mechanik ganz interessant. Wenn man den einen zieht und den anderen nachzieht, also erst die Spindel anmacht und dann anfährt, dass dann die Spindel festgehalten wird. Das wäre eine ganz gute Lösung. Dann könnte man mal während der Fahrt auch einen trinken oder mal seiner Frau zuwinken. Das wäre noch eine ganz coole Idee. Ja, eine Sache auch noch. Man sollte auch das Anfahren und auch beim Wenden das Drehen der Spindel dosieren. Das kann man dosieren, indem man den Griff nicht immer sofort knallhart durchzieht, sondern indem man vorsichtig diesen Griff betätigt, kann man den Keilriemen schleifen lassen und dann kann man auch die Geschwindigkeit ein Stück weit ganz gut dosieren. Das ist auch eine ganz coole Sache. So, jetzt Schluss. Schluss mit Sportman. Danke fürs Zuschauen. Abonniert mich gerne. Dann habt ihr mal gleich meine neuesten Videos. Ich freue mich auf euch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Rasenfreak. Tschüss.